Das Transferfenster in der Bundesliga ist zu und am Deadline Day ging es nochmal richtig heiß her. Wir haben natürlich für euch alles genauestens beobachtet und bringen euch jetzt auf den neuesten Stand. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transfermarkt Show. Heute mit mir Jonas und wir fangen gleich mal an mit einem Transfer, der bereits gestern die Bundesliga erschütterte. Niklas Füllkrug wechselt für 15 Millionen Euro von Werder Bremen zum BVB. Er unterschreibt bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2026 und soll dort nach Sport1-Informationen ab jetzt 6 Millionen Euro Jahresgehalt verdienen. Wie sehr er den Wechsel wollte, hat er hier erklärt. Ja, wenn ich ehrlich bin, war das von Anfang an eigentlich meine Wunschlösung. Manchmal dauert es ein bisschen, es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Und ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Nun braucht Bremen natürlich auch noch einen legitimen Füllkrug-Nachfolger und der wurde in Rafael Santos Boré von Eintracht Frankfurt auch bereits gefunden. Der Kolumbianer wechselt per Laie nach Bremen, allerdings ohne Kaufoption. Der nächste Spieler, der bereits gestern Abend von Fabrizio Romano als fix vermeldet wurde, ist Leonardo Bonucci zur Union Berlin. 2 Millionen Euro Ablöse standen dort zuletzt im Raum und der 36-Jährige erhält in der Hauptstadt einen Einjahresvertrag. Der Routinier soll Union mit seiner Erfahrung helfen. Für Juventus Turin hatte Bonucci 8 Meistertitel und 4 Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison beim AC Mailand hat Bonucci seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die alte Dame bestritten. Er bringt also eine Menge Erfahrung mit, die Union bei der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte auf jeden Fall weiterhelfen kann. Aber schauen wir mal in den Süden, wo bereits in den letzten Tagen das Gerücht um João Palhinha zum FC Bayern immer heißer geworden ist. Bereits am Donnerstagabend waren sich die Bayern mit dem Spieler einig und es fehlte nur noch die Zustimmung von seinem Verein, dem FC Fulham. Der 28-Jährige wäre nämlich auch genau der Spielertyp gewesen, den Thomas Tuchel seit Wochen forderte. Der Portugiese war sogar schon nach München an die Säbener Straße zum Medizincheck gereist. Er absolvierte diesen auch, doch Fulham verweigerte ihm in letzter Minute die Freigabe, auch weil sie bis 18 Uhr keinen passenden Ersatz für ihn fanden. Der Deal kollabierte also auf der Zielgeraden und den Bayern fehlt jetzt die so viel zitierte Holding Six als auch die Breite auf der Acht, denn sie haben zuvor schon Ryan Gravenberg nach Liverpool abgegeben. Der Niederländer wechselt nämlich zum FC Liverpool und das für 40 Millionen Euro an Sockelablöse und 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Ryan an sich ist ein sehr netter Kerl, ein fleißiger, ein sehr talentierter Spieler. Sehr, sehr aufgeschlossen, sehr höflich. Also von daher gibt es überhaupt keine Probleme. Der jetzt aber seit längerem, eigentlich fast schon als ich ankam, einfach mit seiner Situation hadert, nicht zufrieden ist und die Möglichkeit dort in Liverpool sieht, in einem 4-3-3 mit zwei Achterpositionen einfach dort um den Platz zu kämpfen, der seinen Qualitäten und seiner idealen Position dann am nächsten kommt. Irgendwie schade, dass sich der Niederländer in München nie durchsetzen konnte, aber immerhin konnten die Bayern noch ein Transferplus mit ihm generieren. Und für ihn ist das auch eine super Situation, weil er soll jetzt in Liverpool eine neue Mittelfeldära prägen. Aber es läuft nicht immer so einfach ab und damit kommen wir auch direkt mal zum größten Drama der letzten Tage, zum Wechselstreik um Randal Kolo Muani. Der Franzose verpasste am Donnerstagabend das Spiel gegen Levski Sofia wegen seines Streiks und befand sich parallel schon in Paris, um für einen möglichen Medizincheck zur Verfügung zu stehen. Ein weiterer Deal, der sich bereits früh am Tag zerschlug, war der Wechsel von Amel Bella-Kotschap zum BVB. Nach Sport1-Informationen stiegen die Schwarz-Gelben nämlich aus dem Poker um den deutschen Nationalspieler aus. Als Hürde erwies sich hierbei die Forderung der Saints nach einer Leihgebühr und einer möglichen Kaufoption im Sommer 2024. Zwar soll Southampton Dortmund in den letzten Tagen bezüglich Leihgebühr ordentlich entgegengekommen sein, doch die Dortmunder nehmen trotzdem lieber Abstand von dem Transfer. Stattdessen sah es lange so aus, als würde sich der Innenverteidiger kurz vor Ende der Transferphase noch dem FC Bayern anschließen. Doch auch dieser Transfer fiel ins Wasser und die Bayern gingen am Ende zum zweiten Mal leer aus. Und das auch, weil sich der Transfer von Trevor Chalobah zerschlug, weil die Bayern zu diesem Zeitpunkt eher den Transfer des deutschen Nationalspielers Bella-Kotschap priorisierten. Am Ende werden also weder Chalobah noch Bella-Kotschap an die Säbener Straße wechseln und den Bayern fehlt jetzt einfach ein Pavard-Ersatz. Aber nicht nur in der Bundesliga ist heute einiges passiert, sondern auch international waren die Vereine nicht untätig. Und da beginnen wir unsere Übersicht mit Barcas ehemaligem Wunderkind Ansu Fati. Der 20-Jährige, der einst als Messi-Nachfolger in Barcelona galt und sogar die legendäre Nummer 10 als Rückennummer bekam, wechselt jetzt aufgrund von schlechten Aussichten auf Spielzeit per Laie nach Brighton. Die Laie soll wohl insgesamt ein Jahr laufen und enthält wohl keine Kaufoption für die Seagulls,
die laut Fabrizio Romano auch nur 80% des Gehalts übernehmen müssen. Das ist in meinen Augen eine Win-Win-Situation für beide. Ganz anders schaut es hingegen bei Joao Cancelos Transfer zu Barcelona aus. Wie The Athletic berichtet, zog sich der Transfer wohl, weil die Katalanen einfach nicht die nötigen finanziellen Mittel hatten, um die ehemalige Bayern-Leihgabe fest zu verpflichten. Dabei ist man sich mit dem 29-Jährigen wohl schon länger einig. Über eine Woche befindet er sich jetzt schon in Lissabon und wartet dort auf die Einigung zwischen den beiden Clubs. Geplatzt ist der Wechsel zumindest laut Mundo Deportivo trotzdem nicht komplett. Der Außenverteidiger wechselt nämlich jetzt auf Leihbasis ohne Kaufoption zu den Katalanen. Und auch sein Namensvetter Joao Felix steht kurz vor einem spektakulären Wechsel von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Das zumindest berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Beide Clubs haben wohl auch schon eine Vereinbarung getroffen, wobei die Ablösesumme noch unbekannt ist, hieß es weiter. Das war auch noch längst nicht alles, was sich am Deadline Day auf dem Transfermarkt getan hat. Deswegen kommen jetzt hier nochmal ein paar Transfers im Schnelldurchlauf. So war beispielsweise auch der FC Chelsea tätig und verpflichtete Cole Palmer von Manchester City für insgesamt 46,7 Millionen Euro. Dieses Geld haben die Sky Blues aber auch direkt wieder reinvestiert. Pep Guardiola bekommt nämlich mit Mateusz Nunez auch direkt seinen Kevin De Bruyne-Ersatz, der ja immer noch verletzt ausfällt, für insgesamt 62 Millionen Euro. Ebenfalls nach Manchester, aber zum Rivalen United, geht es für die beiden Spieler Sergio Reguilón und Sofian Amrabat. Beide wechseln auf Leihbasis zu United. Laut Fabrizio Romano kostet Amrabat die Red Devils 10 Millionen Euro Leihgebühr und man hat sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen plus 5 Millionen Euro Boni gesichert. Und last but not least, Borna Sosa verlässt den VfB Stuttgart und wechselt für eine Ablöse von 10 Millionen Euro wieder zu Mislintat zu Ajax Amsterdam. Da ist doch nochmal einiges passiert in den letzten Stunden des Transferfensters und jetzt seid ihr gefragt, wer sind für euch die Gewinner und Verlierer des Transfer Deadline Days? Schreibt uns da gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare und wir sehen uns dann am Montag wieder bei einer neuen Folge Bundesliga Spotlight. Bis dahin, bleibt geschmeidig.